Und ich darf gleich übergeben an unseren Referenten von heute mit dem spannenden Thema 63% mehr Geschäft durch Google. Bitte schön, lieber Holger. Ja, schönen guten Morgen. Danke, lieber Kaitan. Guten Morgen zusammen und ich freue mich, hier zu sein, auch als einer der ersten Referenten in diesem neuen Format entsprechend meinen Vortrag für euch halten zu dürfen. Ich springe direkt rein, die Zeit ist knapp, ich werde versuchen, mich dran zu halten und übernehme mal den Bildschirm. So, genau, den ihr jetzt alles sehen müsstet, soweit. Also mein Thema ist das Thema Online-Präsenz und Bewertungen. Das ist für mich ein ganz, ganz wesentliches Thema. Ich springe direkt rein. Worum geht's? Letzten Endes ist die Geschäftsgrundlage dessen, was wir tun, immer das Thema Vertrauen. Und ist mein Vertrauen, kannst du auf ganz viele Arten und Weisen erzielen, natürlich sehr stark im Persönlichen. Aber gerade wenn wir in dem Thema Digitalisierung sind und eben Online-Business, wo man sich nicht so kennt, da spielt eben eines eine ganz wesentliche Rolle, und das ist das Thema Bewertungen. Und ich habe euch einfach mal drei kurze Impulse mitgebracht zum Einstieg. 82% aller Nutzer lesen online Bewertungen für eine Kaufentscheidung. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir irgendwie was, ein Produkt haben, ein neues oder irgendwas bewerten wollen, ob wir das kaufen, dann schauen wir uns erstmal die Sterne an, die da entsprechend auch soweit da abgebildet sind. 91% sehen positive Bewertungen als Kaufargument. Also da ist wirklich ein ganz starker Einflussfaktor eben nochmal da. Wenn ich viele Sterne sehe, dann entsprechend stützt es auch und bestätigt eben entsprechend meine Kaufentscheidung. Und zuletzt, das ist auch eine spannende Erkenntnis, 78% aller Nutzer vertrauen den Bewertungen so sehr wie persönlichen Empfehlungen. Das mag erstmal ein bisschen vielleicht Stirnrunzeln hervorrufen, aber natürlich, wie gesagt, eine Einzelmeinung, die ich durch einen Freund bekomme, ist eines, aber der Bewertungsdurchschnitt, den ich über viele Bewertungen mir soweit eben entsprechend auch anschauen kann, ist dann doch nochmal eine breitere Basis. Ne? Also wir sehen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und demzufolge ist das Thema, womit sich Rappi Matters beschäftigt, eben wirklich so einen Kreislauf aufzubauen. Der beginnt erstmal bei dem Thema der Online-Präsenz. Ich muss ja erstmal schauen, wo überall online eben ich mich aufstelle und wie ich mich da aufstelle und dort eben mich auch bewerten lassen. Das möchte ich euch jetzt einfach mal kurz zeigen. Das große Thema ist eben, ich muss erstmal gefunden werden überhaupt online. Und da gibt's den einen großen, den wir alle kennen, und das ist Google, an dem führt kein Weg vorbei. 90% aller Nutzer steigen mit Google, sage ich mal, ein als Suchmaschine. Und neulich noch sah das Ganze so aus, wenn ich jetzt da mal gegoogelt habe nach einem Begriff wie Coaching, dann ist mir da eine hübsche weiße Tapete angezeigt worden mit vielen, vielen blauen Links. Das sind die ganzen Webseiten, und eben man hat dauernd versucht, eben entsprechend jetzt hier seine Webseite auf die erste Seite zu kriegen, der Suchergebnisse, oder am besten auch noch ganz nach oben. In den letzten Monaten hat sich das allerdings sehr, sehr verändert. Wenn ich jetzt heute mal nach dem Begriff Coaching google, dann sieht auf einmal die Landschaft ganz anders aus. Ne? Google hat da sehr viel gemacht, indem diese Suchergebnisse angereichert werden. Ne? Das sieht man rechts hier auf der Seite, ein paar Erklärungen. Da unten gibt es Fragen in Bezug zum Thema Coaching. Und eben hier in der Mitte sieht man drei Firmeneinträge, die da eben entsprechend mit abgebildet werden. Das ist das Google-Profil, was da so in einem ersten Ansatz sich zeigt. Und spannenderweise eben hat sich gezeigt, dass mittlerweile bis zu 63% all dieser Suchergebnisse in Google gar nicht mehr von diesen Webseiten belegt sind, sondern eben von Verzeichnissen oder eben Mehrwertinformationen, wie wir sie hier sehen können. Das hat halt große Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich mich online präsentiere. Wie gesagt, das Google-Profil ist da eben ganz, ganz vorne dabei und wichtig. Wenn ich jetzt eine Ebene tiefer gehe, jetzt mal in der spezifischen Suche, das ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen, dann hat man öfters mal rechts hier so einen großen Kasten, wo eine einzelne Firma aufgetaucht ist. Ich habe jetzt hier mal mein Beispiel genommen. Und natürlich sieht man hier schon allein durch die Dominanz dieses Auftrittes, dass das eine ganz große Wichtigkeit hat. Und ja, da ist es in der Tat so, dass dieses Google-Profil sich immer mehr zu einer Art digitalen Drehscheibe entwickelt. Ja, da habe ich vier verschiedene Möglichkeiten. Ich habe Erstinformationen, ich kann aber sofort einen Anruf tätigen. Da unten kann ich Produkte anklicken, eben entsprechend. Und es geht noch sehr, sehr viel weiter in die Tiefe des Profiles. Wie gesagt, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und eben
was ich machen kann, ist eben auf der einen Seite wirklich so Basisinformationen anzulegen. Da sind aber auch ganz wichtige Sachen wie eine Kategorie. Hier, ich zeige mal auf Online-Marketing-Unternehmen Starnberg, eben ist es ganz relevant, was ihr für euch da für Kategorien gebt. Das hat natürlich große Auswirkungen auf die Art und Weise, wie er in der Suche dargestellt wird. Eben dann geht es um Basisinformationen, Termine und so weiter. Ganz groß im Aufbau ist auch das ganze Thema Produkte und Texte. Ich kann neben reinen Erklärungstexten, kann ich wirklich eben Produkte anlegen. Da kann ich auch Preise hinsetzen, um da eben einen sehr schnellen Ersteindruck auch zu gewähren. Und natürlich das ganze Thema Medien, Fotos, Videos, was auch immer da möglich ist, natürlich lässt sich das auch sehr gut hinterlegen und reichert so ein Profil an. Und ich kann da auch eben sehr stark in die Interaktion gehen. Ich habe Fragen und Antworten, ich kann hier Angebote entsprechend mir schicken lassen. Also das ist auch durchaus ein Ort, wo Nutzer entsprechend selber tätig werden können. Das heißt, ich sollte da eben entsprechend einen großen Schwerpunkt legen auf dieses Profil. Und all das führt dann dazu, dass eben Google mich als Business auch besser einordnet und auch in der Suche wiederum besser darstellen kann. Und natürlich baue ich somit auch Vertrauen auf für denjenigen, der mich da findet. So, das ist jetzt auch eine aktuelle Auswertung eines meiner Kunden. Ich habe jetzt mal hier gegengesetzt die Aufrufe des Google-Eintrages über ein Quartal. Das sind in dem Beispiel 3500 versus Aufrufe der Webseite mit 420. Ich habe hier ungefähr einen Faktor 1:8. Das ist so das auch, was man generell sagt, was da möglich ist, dadurch, dass eben dieses Profil so viel präsenter ist als die eigene Webseite. Ja, ich habe aber nicht nur das, sondern wenn es weitergeht, eben hier links oben sehen wir, das ist jetzt die eigentliche Webseite, steht dann meistens zu oberst eben entsprechend als zweites Online-Element oder ich nenne es digitaler Standort. Und jetzt kommt hier drunter noch sehr, sehr viel mehr Einträge. Das sind bei mir so gelbe Seiten, Branchenbuch, das Örtliche, wie sie alle heißen. All das eben sind die sogenannten Drittportale, Branchenverzeichnisse. Aber es kann auch Xing oder Proven Expert sein. Das variiert immer je nach Business. Auch hier gilt es einfach zu schauen, wie stellt man sich jetzt hier bestmöglich auf und präsentiert sich eben dann auf diesen Portalen. Die werden auch immer wichtiger. Ja, wenn ich jetzt dieses Präsenzthema soweit entsprechend mal aufgebaut habe, dann geht es wirklich um das Thema Bewertungen und darum auch Bewertungen zu gewinnen vor allem. Das ist ja die große Frage, wie schaffe ich das eigentlich, Bewertungen zu gewinnen? Und da gibt es einfach auch natürlich abhängig von der Art des Geschäftes ganz unterschiedliche Ansätze. Ich möchte euch nur mal zwei Beispiele zeigen. Moment, genau, also hier überall kann ich Sterne gewinnen, ne? Also im Google-Verzeichnis. Ich kann das eben entsprechend hier in den Branchenportalen gewinnen und eben aber auch auf der eigenen Webseite. Und eben als Beispiel für eine Bewertung, das ist jetzt ein Kunde, der hat ein Ladengeschäft auch entsprechend, der hat eine wirkliche Postkarte entsprechend sich gestaltet mit einer Vorderseite, die sehr ansprechend ist. Hinten drauf aber findet man eben einen QR-Code und eine URL entsprechend mit einer Kurzanleitung dessen, was man da entsprechend tun muss, um eine Bewertung abzugeben. All das wird in die Hand gedrückt, nachdem entsprechend ein Kauf getätigt worden ist. Und da ist natürlich eine starke persönliche Note mit dabei. Wenn ich jetzt mir dann diesen QR-Code aufrufe, geht es auf eine Webseite, wo ein kurzer Erklärtext ist und dort unten sieht man eben eine Portalauswahlmöglichkeit. In dem Fall sind es zwei Optionen, die hier sind. Und das führt eben dazu, dass eben dieses Geschäft sich wirklich gerade extrem gut entwickelt beim Thema Bewertungen. Die haben jetzt 40 Bewertungen in den letzten 2 Monaten gemacht. Das ist natürlich eine gute Zahl. Wenn ich es rein digital haben möchte, dann kann man auch so einen Feedback-Prozess entsprechend etablieren. Das geht eben, das ist jetzt mein Beispiel auch, wo ich erstmal auch wirklich inhaltlich Feedback haben möchte, indem ich da 4 Fragen zur Zusammenarbeit stelle und dann ganz am Ende entsprechend auf der Danke-Seite einen Link integriere, der dann wiederum auf eine Seite führt, die dann eben entsprechend wieder mich auf eine Webseite führt, die dann gabelt auf entsprechende Bewertungsportale. Also das nur als, sag ich mal, 2 Beispiele, wie man so einen Gewinnungsprozess etablieren kann. Und ja, das wollte ich euch zu dem Thema sagen. Wenn ich jetzt da in der Gewinnung entsprechend angelaufen bin und ich muss ganz klar sagen, das ist ein Dauerlauf, den man da macht, eher ein Marathon. Also man sollte gar nicht so ganz alles auf einmal machen, sondern wirklich einfach über den Zeitverlauf schauen, dass man das etabliert, diesen Prozess auch wirklich manifestiert.
und dann einfach kontinuierlich sich Bewertungen reinholt, ne? Und einfach für sich sehr gut überlegen, was sind eigentlich meine Kunden, wann ist eigentlich der richtige Moment, entsprechend da diese Kunden anzusprechen, auf welche Art dann vor allem auch, um eben mir Bewertungen reinzuholen. Ich glaube, wichtig ist es, das zu systematisieren, dass es Teil des eigenen Prozesses wird, ne? Dass man das kontinuierlich macht. Was dann folgt, jetzt gewinne ich da meine Bewertungen, ist dann das Thema der Interaktion. Das bedeutet, dass es ja immer die Möglichkeiten gibt. Das sieht man hier so mal ein paar Bewertungen. Und wenn man da in Google auf die Sterne klickt, dann sieht man ja, kann man ein bisschen querlesen über die verschiedenen Bewertungen, die da sind. Es ist immer ganz wichtig, auch da die zu antworten. Weil, warum? Es ist einmal natürlich eine Wertschätzung, die da dann zum Ausdruck gebracht wird. Letztendlich hat sich da ein Kunde von mir Mühe gemacht, mir entsprechende Rückmeldung zu geben. Das macht man, wenn man es persönlich kriegt, bedankt man sich auf jeden Fall dafür und gibt da eine Rückmeldung zu. Das Gleiche gilt aber eigentlich auch hier für das Online-Thema. Das ist für mich nichts anderes. Deswegen also als Grundregel immer wertschätzend bleiben, das auch anzuerkennen, dass sich jemand diese Mühe gemacht hat. Das Feedback wirklich ernst nehmen und wirklich gucken, okay, was steckt da mit drinnen entsprechend. Und ich sage mal so, die Bonusoption, die da auch mit drin steckt, ist eben, das so eine Rückmeldung anzureichern, so eine Antwort, indem man vielleicht mal was mit einfließen lässt, was man eigentlich so als Zusatzservice noch mit anbietet. Da gibt es dann eben auch Möglichkeiten, sich mal geschickt entsprechend sich zu präsentieren. Und das wird halt natürlich quergelesen von anderen Nutzern. Wie gesagt, andere fliegen da drüber und erkennen anhand der Art der Antwort schon, was ich wohl für ein Typ Mensch bin, wie man wohl mit mir Geschäfte macht. Und das ist das eigentlich Wichtige. Was ich immer wieder gefragt werde, ist zum Thema, was ist denn eigentlich bei negativen Feedbacks, die ich bekomme? Klar, ist ein großes Thema, das hat niemand gerne und da muss man trotz alledem genau gleich verfahren. Am Ende muss man immer wertschätzend bleiben. Das ist das A und das O. Also bleiben Sie professionell, bleiben Sie immer wertschätzend. Am Ende ist da wiederum diese Person, die hat da offensichtlich eine Erfahrung gemacht, die war nicht so toll. Nehmen Sie es ernst und versuchen Sie es in dem Fall wirklich persönlich irgendwie zu klären, sage ich jetzt mal, ne? Und zu schauen, dass man da in ein Gespräch kommt. Sie können da eine Rückmeldung ja auch geben, darum zu bitten, entsprechend da anzurufen oder eben per E-Mail das entsprechend sich dann in den Austausch zu begeben und dann, sage ich mal, in einem nächsten Schritt zu versuchen, auch so eine Bewertung dann vielleicht rückgängig zu machen, wenn man dann sich mit dieser Person da entsprechend vielleicht auf eine Lösung einigt. Das funktioniert eigentlich trotz alledem gar nicht schlecht. Ja, also wie gesagt, jetzt haben wir die Präsenz, wir haben die Gewinnung durchgesprochen, wir sind in der Interaktion eben jetzt gewesen und dann kann man natürlich auch sehr schön entsprechend diese Bewertungen nutzen, um sie auch, sag ich mal, ein bisschen werblich auch zu integrieren. Das geht am allerbesten auf einer Webseite, das ist das hier für einen Kunden, das habe ich jetzt mal einen Screenshot rausgenommen. Es gibt sogenannte Bewertungswidgets. Wie gesagt, das ist gar nicht so kompliziert. Die aggregieren, sage ich mal, Bewertungen, die da im Netz sind, innerhalb eines kleinen Tools. Und dieses Tool kann man entsprechend auf einer Webseite zum Beispiel ganz gut integrieren. Und da gibt es unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten. In dem Beispiel sieht man eben eine Gesamtbewertungsanzahl. Hier, der hat 5,0 und 40 Bewertungen. Und darunter eben sieht man so drei, in der Vorblendung drei einzelne Bewertungen. Das läuft auch automatisch durch. Man könnte jetzt aber auch hier klicken und dann sich alle weiteren Bewertungen anschauen. Das ist natürlich eine ganz große Thematik für Vertrauen einfach auch. Ne? Wenn da jemand auf ihre Webseite kommt und da eben so solche Bewertungen dargestellt sieht, dann stützt das natürlich auch ihr Angebot und wie gesagt, das Vertrauen, was da in ihr Angebot entsprechend da auch vorhanden ist. So, jetzt genau, wir haben die Präsenz, die Gewinnung, Interaktion und zuletzt bleibt dann eben noch das Thema der Optimierung. Auch, wie gesagt, Sie kriegen da ja Inhalte genannt und da sind durchaus Sachen drinnen, die interessant sind. Wenn man jetzt sowas macht, das ist jetzt quasi aus einem Querschnitt, das machen wir so in der Sentiment-Analyse. Das heißt, wir ziehen da sämtliche Inhalte raus aus allen Bewertungen und dann kann man per so einer Wortwolke entsprechend sich mal darstellen, was sind denn eigentlich so Schlagworte, die im Rahmen dieser ganzen Bewertungen fallen und in welcher Häufung.
Und das dient natürlich zum einen auch durchaus für so Suchmaschinenoptimierung, dass man durchaus so Schlagworte dann verwenden kann, die mir genannt worden sind für die eigene Webseite. Aber natürlich gibt es auch durchaus Feedbacks drinnen und entsprechende Rückmeldungen, die ich eben ernst nehmen sollte und dann auch schauen sollte, inwiefern nutze ich das, um mein eigenes Geschäft eben da zu verbessern. Also das nochmal auch so als inhaltliches Thema, um dann eben wirklich Optimierungsprozesse anzustoßen. Ja, damit haben wir sozusagen einen Kreislauf etabliert, der kontinuierlich eben wirklich meine Präsenz sichert, mir die Bewertungen herbeischafft, sage ich jetzt mal, und ich trete da in eine Interaktion, in eine Verbreitung. Und idealerweise eben habe ich auf diese Art und Weise dann eben auch wirklich einen ganz großen Bereich in der Vermarktung auch eingenommen, eben abseits von irgendwelchen bezahlten Werbungen und sonst was. Eben Vertrauen ist die Basis von allem und damit schaffe ich das ganz gut. Die Vorteile, die ich dann eben habe, ist wirklich, dass ich einmal eben diesen Trend nutze, dass Google die Webseiten zunehmend verdrängt. Das schaffe ich natürlich damit durch die Online-Präsenz. Sie gewinnen einfacher neue Kunden. Eben die Vertrauensbasis, gerade eben schon erwähnt, wird damit auch wirklich verbreitert. Durch Antworten eben wird man auch eben, schaffen Sie mehr Kundenbindung und auch Nähe. Und letzten Endes steigern sie dadurch die Profitabilität der Kunden und zuletzt auch, sie setzen eigentlich auch ihr Marketingbudget effizienter ein, ne? Weil das, was sie hier einmal tun, sag ich mal, spart ihnen durchaus Werbegelder auch, die sie anderweitig vielleicht für Google AdWords oder für was auch immer für bezahlte Werbung ausgeben würden. Und genau, um jetzt nochmal kurz den Bogen zu schließen zu den 63%, wie kommt so eine Zahl zustande? Es gibt eben aktuelle Untersuchungen, die zeigen wirklich, dass Unternehmen mit gepflegten Google- und Branchenprofilen im Durchschnitt 36% mehr Umsatz erzielen. Das hat natürlich eben wirklich den Effekt, dass man sehr, sehr viel besser gefunden wird und sehr präsenter ist, aber auch eben in der Vertrauensbasis einfach es sehr viel verbreitert hat. Die Bewertungen, gibt es auch eine aktuelle Untersuchung, dass eben 18% mehr Umsätze im Durchschnitt vorhanden sind bei Unternehmen, die eine gewisse Anzahl an Bewertungen haben, positiven Bewertungen. Und wie gesagt, es müssen nicht nur 5,0 Bewertungen sein, sondern das reicht, wenn sie im Bereich 4,5, 4,0 in der Range ungefähr unterwegs sind. Und eben auch nicht zu unterschätzen, dass wirklich diese Interaktion, von der ich gerade gesprochen habe, dass wirklich man sich die Mühe macht, das zu beantworten. Und Cayetan Brandstätter, du machst ja das ja auch hervorragend eben entsprechend in der Rückmeldung. Man wird greifbarer und entsprechend dadurch auch steigt das Vertrauen. Und eben Untersuchungen zeigen da, dass diese Unternehmen auch wirklich deutlich mehr Umsätze erzielen. Ja, das war es von meiner Seite inhaltlich. Ich biete allen an, die es interessiert, eben ich mache so eine Grundanalyse auf Wunsch, dass ich mir das einfach mal anschaue, wie sieht es aus von Ihren Profilen her, wie sind Sie da online präsent und mache Ihnen da gerne Handlungsempfehlungen, das eben für diesen Vortrag ohne Berechnung. Kontaktieren Sie mich da gerne, wenn Sie mögen, unter der E-Mail-Adresse holger.hofmann@rappymatters.de oder auch auf der Webseite ist ein Formular oder eben wenn Sie mich einfach googeln, dann finden Sie mich da auch mit einer Kontaktmöglichkeit. Und ja, wenn Ihnen das jetzt soweit gefallen hat, dann ganz, ganz zum Schluss, genau, gelebte Praxis, würde ich mich da über Ihre Bewertung freuen. Das können Sie entweder tun, indem Sie, wenn Sie noch ein Smartphone nebendran liegen haben, das gerade scannen oder eben auch mit einer Eingabe von der URL, die ich auch gleich noch reinposte in den Chat, da entsprechend eben auf meine Bewertungsseite zu gehen, um mir eine Bewertung für diesen Vortrag entsprechend abzugeben. Kennzeichnen Sie das gerne. Es war ein Vortrag, worum es sich handelt, wenn Ihnen das gefallen hat. Insofern sage ich vielen Dank und freue mich jetzt auf die Fragen und die Diskussion.